Die Reichspogromnacht 1938. Vom 9. auf den 10. November hatte die SA Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte zerstört, sie misshandelte und tötete jüdische Bürger. 50 Jahre später, Gedenken im Bundestag. Einer der Redner, Bundestagspräsident Philipp Jenninger. Was die Juden anging, hatten sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt, so hieß es damals, die ihnen nicht zukam? Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Haben Sie es nicht vielleicht sogar verdient, in Ihre Schranken gewiesen zu werden? Ich war im Bundestag und habe die Rede gehört. Meine Damen und Herren, Antisemitismus hat es in Deutschland wie in vielen anderen Ländern auch lange vor Hitler gegeben. Hitlers sogenannter Weltanschauung fehlte jeder originäre Gedanke. Alles war schon vor ihm da. Wir rutschten, jedenfalls sehr viele Abgeordnete, immer unruhiger auf unseren Plätzen herum. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was es, bei welchem Satz es war, dass ich mich entschloss, auch rauszugehen. Viele verlassen den Saal, diskutieren bedrückt und schockiert über die verunglückte Rede. Der Fehler bestand darin, dass er die Zitate nicht als Zitat gekennzeichnet hat. Und dann, dass dann viele Zitate von Zuhörern als seine Meinung verstanden wurde. Als antisemitische Meinung. Nach der Rede, Heinz Galinski, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, bewahrt den Anstand. Ein verwirrter Jenninger bleibt zurück. Ich meine, ein so versierter Mann wie ein Bundestagspräsident, dem kann das nicht passieren, darf das nicht passieren. Und die Konsequenzen waren also für ihn sehr ernst und sehr traurig. Ich bedauere sehr, dass ich auch manche Gefühle damit verletzt habe. Man muss daraus lernen, nicht alles darf man beim Namen nennen in Deutschland. Der öffentliche und politische Druck wird in kürzester Zeit so groß, dass Jenninger bereits am nächsten Tag seinen Rücktritt erklären lässt. Allein gelassen? Kein gutes Zeichen. Wir seine Freunde, zu denen ich auch zähle. Und dann darüber gestolpert, über eine Ungeschicklichkeit.